Unser dritter Test auf dem Happy Cat Evolution am Lac des Alagouts 2015 verläuft zu unserer vollsten Zufriedenheit. Zwischenzeitlich habe ich einige kleine improvisorische Veränderungen vorgenommen, damit unser Aufenthalt auf dem Cat etwas komfortabler wird. Vor allem bei dem seit Tagen anhaltenden Starkwind, dem sogenannten Tramontana. Da wir keine Sitzkissen, die zum Sonderzubehör des Happy Cat gehören, dabei haben, habe ich einfach die Sitzkissen aus meinem Kajak Riverstar entnommen und provisorisch am Happy Cat festgebunden. Das schont mein Hinterteil und gibt mir etwas mehr Halt. Und da wir uns bei Starkwind und den bockigen Windwellen nur sehr schwer auf dem Katamaran halten können, befestige ich oder improvisiere ich mit weiteren Haltemöglichkeiten. So wickle ich um die Doppelwanden des Rigs zwei 10 mm Seile, die das Festhalten an diesen Wanden erleichtern. Und weniger schmerzhaft gestalten. Würde der Cut mir gehören, würde ich einfach links und rechts zwei etwa 50 bis 80 cm lange Gartenschläuche legen. Die Wanden des Rigs haben insgesamt so viel Spiel, dass eine Zusammenführung in einem starken, stabilen, festen Gartenschlauch keine Beeinträchtigung oder Beschädigung hervorrufen könnte. Bei ordentlich Starkwind und einem Hoppelritt über die Windwellen habe ich auch Probleme mit meinen Füßen auf dem Trampolin einen angemessenen Halt zu finden. Auch dafür habe ich ein Improvisorium entworfen. Das heißt, ich habe um den 5 cm breiten Autogurt, der flach auf dem Trampolin aufliegt und wo ich Probleme habe, schnell mit den Füßen drunter zu kommen, auch wiederum ein 10 mm Tau gewickelt, darüber ein Schaumgummirohr gefriemelt und das Gesamte mit Tape umwickelt. Und so bin ich nun ganz anders drauf, kann mich halten, kann schnell mit den Füßen rein, raus und kann mich schön und bequem nach hinten legen, wenn es nötig ist. Ja, und würde der Cut mir gehören, würde ich auf das Trampolin irgendwie mit stabiler Nähmaschine oder anderen Vorrichtungen sowas wie Fußschlaufen anbringen lassen, wie man sie auf Windsurfbrettern verwendet. Denn der Happy Cat Evolution ist wirklich ein unglaublich sportliches Luftboot. Beim sommerlichen Segeln auf dem Baggersee bei lauem Lüftchen brauche ich weder Fußschlaufen noch sonstige Haltemöglichkeiten, aber der Happy Cat Evolution kann wesentlich mehr. Ich denke, das setzen wir auf diesem kleinen Video, der von meiner Frau gedreht wird, angemessen in Szene. Es herrschen etwa 5 bis 6 Windstärken. Was beinahe bei allen Segelkatamaranen schon mal vorkommt, wenn starke Böen reinhauen oder der Steuermann schlecht steuert, das ist die Tatsache, dass der Cut nicht durch den Wind dreht, sondern im Wind stehen bleibt. Dann muss das Focksegel backgehalten werden, damit man durch den Wind kommt, wie es gerade meine Tochter angemessen schnell gemacht hat. Aber doof ist es schon. Aber das liegt heute nicht an den Segeleigenschaften und der Drehfreudigkeit des neuen Happy Cat Evolution mit seiner nach hinten verlängerten Steueranlage, sondern einfach an meiner Unfähigkeit. Ich muss mich erstmal an den Cut gewöhnen, wie er dreht, wie er funktioniert, wie alles sauber läuft.
Kattsegler lieben es, ihren Katamaran auf einer Kufe zu segeln. Das bringt Fun, das macht Show, das sieht cool aus. Wenn wir das bei den aktuell vorherrschenden Bedingungen trotzdem vermeiden, dann liegt das daran, dass uns Wind und Wasser für eine mögliche Kenterung einfach zu kalt sind. Aber möglich wäre das schon mit diesem flutschigen neuen Happy Cat Evolution. Happy Cat Evolution lässt sich genauso gut halten wie wenden. Und trotz seiner Sportlichkeit bietet er genügend Sicherheitspotenzial, dass man bei der Halse fahren nicht im Bach liegt. Eine sportliche Note bekommt das Kattsegeln nicht nur durch das Fahren auf einem Schwimmer, sondern auch dadurch, dass der Vorschoder oder beides sogar im Trapezaußenbord hängen. Beim ersten Versuch des Trapezsegelns heute beklagt meine Tochter Samira, dass sie rutscht. Egal ob mit Segel- oder Windsurfschuhen auf dem glatten Gummi des Schwimmers, findet der Schuh keinen Halt und macht das Trapezsegeln nicht zum Genuss. Würde das Boot uns gehören, würde ich sowas wie Moosgummi auf die Schwimmer kleben, damit eine rutschfeste Standfläche zum Trapezsegeln entsteht. Auch das dünne, sich bei Gewicht auch dehnende Seil des Trapezes würde ich gegen ein vernünftiges, stabiles Stahlseil austauschen. In unserem Grabner Luftboot Happy Cat Evolution sind wir als Luftkatamaran nicht alleine auf dem See, sondern unsere Freunde sind mit von der Partie mit ihrem Ducky 19 Made in Ukraine. Es macht uns heute ein besonderes Vergnügen, sie zu versägen.
So, das war heute unser dritter und letzter Test des Happy Cat Evolution bei Starkwind. Der Tramontana lässt allmählich nach und wir hoffen für die nächsten Tage noch für ein paar Leichtwindübungen mit dem schönen Boot. Doch heute ist schon Fakt, der Happy Cat Evolution gefällt uns. Er kommt auf meine persönliche Wunschliste.